Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, von rückwärts gewandter Steuergeschichte und Ihre Vorhaltungen halte ich grundsätzlich nichts. Heute ist ein guter Tag für mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland. Wir verabschieden zwei Gesetzentwürfe, mit denen wir Steuergestaltung, Gewinnverlagerung, Steuerhinterziehung, weitere Riegel vorschieben. Das passt der Opposition natürlich auch wieder nicht. Schon etwas mit Fragezeichen zu versehen ist, dass ausgerechnet unser Koalitionspartner, die SPD, ihre eigene Politik auch wieder schlecht macht. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist dem Wahlkampf geschuldet, das nimmt Ihnen niemand ab. Wir haben gemeinsam diese Steuerpolitik für Steuervermeidung, Steuerhinterziehung gemeinsam vorangebracht. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Diese Gesetzentwürfe sind Teil einer ganzen Serie von Gesetzen, mit denen diese Koalition gegen unfaire Steuerpraktiken und fragwürdige Geschäftspraktiken von transnationalen Konzernen und Finanzmarktakteuren vorgeht. Das ist in internationale Lösungen integriert. Und ohne unseren Bundesfinanzminister Dr. Schäuble wäre und seiner internationalen Durchsetzungskraft und seiner Anerkennung wäre das nicht möglich gewesen. Und für diese Initiativen danke ich Ihnen ausdrücklich, Herr Minister. Meine Damen und Herren, das heutige Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz ist das richtige Instrument im Kampf gegen Steuervermeidung, Steuergestaltung, Steueroasen und Steuerhinterziehung. Was findet statt? Wir bekämpfen die Panama Papers, wir fördern die Transparenz beim Steuersubstrat. Wir haben zudem mehr Mitwirkungspflicht und Anzeigepflicht von Banken durchgesetzt. Wir haben das steuerliche Bankgeheimnis aufgehoben und wir haben auch bei den täglichen Markt- und Verbraucherinteressen Instrumente mit Augenmaß und Zielgenauigkeit erarbeitet. Und darum geht es, meine Damen und Herren. Es ist nicht nur pauschal möglich, Forderungen zu stellen, sondern wir müssen auch bedenken, dass gerade unser Wirtschaftsstandort Deutschland von internationalen Investitionen profitiert und wir für Wachstum und Beschäftigung auch diese internationalen offenen Märkte benötigen. Auch das gehört dazu und das muss in die Gesetzesarbeit praxisnah und fachgerecht eingearbeitet werden. Darum geht es, meine Damen und Herren. Und das werden wir immer wieder im Auge haben. Gerade für uns in Deutschland gilt, Kapitalanlagen und Investitionen im Ausland machen einen wichtigen Teil der Stärke unserer Wirtschaft aus. Was aber natürlich nicht geht, ist, dass dabei getrickst wird, dass sich die Balken biegen. Und zwar vor allem von internationalen Konzernen, und zwar so lange getrickst wird, bis es praktisch keine Steuerschuld mehr gibt. Diese Rosinenpickerei von internationalen Konzernen wie Apple, Google, Amazon, Starbucks, IKEA und andere ist unfair gegenüber den Wettbewerbern und unserem Staat. Und es geht nicht an, dass Arbeitnehmern und Mittelstand in Deutschland ordentlich ihre Steuer bezahlen und andere mit Gewinnverlagerung oder Briefkastenfirmen jonglieren, um sich ihrer Steuerpflicht zu entziehen oder Geld aus illegalen Geschäften zu waschen. Das ist genau das Gegenteil von fairem Wettbewerb. Das ist das Gegenteil von Gemeinwohl. Das ist gemeinwohlwidrig und wird von uns, der CDU/CSU, maßgeblich bekämpft, meine Damen und Herren. Steuern müssen dort gezahlt werden, wo die Erträge erwirtschaftet werden und nicht dort, wo der niedrigste Steuersatz gilt. Das ist unser Prinzip in unserer Steuerpolitik der Arbeitsgruppe der CDU/CSU. Und ich darf sagen, mit dem Steuerpraktikengesetz haben wir mit der Lizenzschranke weiter einen wesentlichen Weg vorangebracht. Daneben haben wir für den Mittelstand zwei wichtige Entlastungen vorgenommen. Einmal die nahezu Verdoppelung der Grenze der Abschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 €. Und das ist eine klare Entbürokratisierung
und zusätzlich wird die Sanierung von Unternehmen steuerlich verbessert. Damit werden Insolvenzzerschlagungen beim Mittelstand verhindert. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich verdeutlichen, wir haben in dieser Legislaturperiode wesentlich die Dinge in der Regulierung, in der Reglementierung gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, Gewinnverlagerung vorangebracht. Meine Hoffnung ist, dass wir genauso engagiert in der neuen Legislaturperiode auch Steuerpolitik betreiben, nämlich eine Steuerentlastungspolitik. Unsere Arbeitnehmer und Mittelständler brauchen eine Entlastung, eine Wachstumsdividende für die Zukunft. Daran lassen Sie uns arbeiten, damit wir auch hier eine Abflachung des Tarifs, eine schrittweise Abschaffung des Soli bekommen. Das ist die Zukunft der Steuerpolitik und keine rückwärtsgewandte Steuergeschichte von gestern. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist der Kollege Jens Zimmermann.